Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weihnachtsspaß im Mai. Die lokale Briefträgerin hat uns mal wieder eine Box der 1000 Freuden in den uns wohlbekannten Briefschlitz geschmettert. Geschmettert? Ist gerade nicht so eingefallen. In den Schlitz geschmettert, geil. Na dann ran an den Speck. Die Box ist wieder ziemlich schwer, diesmal wie beim letzten Mal. Ja, finde ich auch. Also schon schwer, ja. Wollen wir reingucken? Na, aber Logo! Oh Gott. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das ist einfach aus Mitteldeutschland. Logo! Ich habe übrigens die Box schon aufgemacht und das Messer wieder zurück in die Küche gebracht. Und ich habe das aus Versehen nur an einer Seite aufgemacht. Das heißt, wir können jetzt leider das Unboxing nicht filmen. Freut uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr es euch gefallen hat, lasst uns gerne. Abonniert doch meinen Kanal. Ich bin Lena Hill und Tour. Tja, ich glaube, du musst einfach mal ein Messer holen, Sim. Das wird sonst nichts. Das siehst du doch. Pack mal schön weg. Okay, du darfst. Ey, du darfst heute zum Ach so, ich darf. Yeah. Hab ich gesagt. Pummel-Einhorn. Pummel-Einhorn. Ein Sticker. Seriously? Ich hab mir gerade ganz viele böse Witze verkniffen. Das hat so ein Groot, ja. Groot. Das hat so einen kleinen Baum. Ja, von Guardians of the Galaxy, stimmt. Ja. Wo zum Teufel ist das her? Ah, das hat auch so ein DJ, so, das ist voll Guardians of the Galaxy, das hat hier so ein Raccoon. Ah, genau, und diesen Kassettenrekorder. Ja. Krass, aber warum dieses Einhorn? Das kennen wahrscheinlich wieder Tausende von euch und wir fühlen uns wie zwei Vollidioten. Wir stehen auf dem Schlauch, Freunde. Auf wessen? What the fuck? Das waren zwei Sachen. Das ist Schummel. Oh, Alien Egg. Gimme. Das ist auf jeden Fall kein T-Shirt. Das ist ein Guardians of the Galaxy Handtuch. Alter, ein Badehandtuch? Seriously? Warte, pack das mal aus. Auf jeden Fall kein T-Shirt und ein Handtuch. Was ist doch da nicht noch zu? Kann ja immer mal gebrauchen. Man wird ja jetzt das Öfteren mal nass. Ne? Oh, geil. Bitte. Hier. Das ist das, was da drauf ist. Das ist übelst schön bunt. Übelst quietschig. Übelst nice bunt. Sieht aus wie diese Oldschool-T-Shirts von Star Wars oder so. Die waren auch so komisch bunt. Ich will mehr solche bunten Sachen. Ja, cool, darüber freue ich mich mega. Ja, ist schön, ne? Vor allen Dingen für den Sommer so am Strand liegen. Das stimmt, das ist wahrscheinlich ein gutes Handtuch zum Drunterlegen. Das hat ja auch diese weiße Seite, dass die bunte dann nach oben kann und so. Man keine Angst haben muss, dass es irgendwie dreckig wird auf der Seite, wo es wesentlich ist. Aber jetzt müssen wir auch noch den Film gucken. Den haben wir uns leider noch nicht reingezogen. Wir sind einfach noch nicht dazu gekommen, ins Kino zu gehen. So beschäftigt gerade. Und das Handtuch hat auch vor Schreck irgendwie ein Ei gelegt. Das sieht, glaube ich, aus, es ist vielleicht wie so eine kleine Süßigkeit. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ist das vielleicht auch so ein Kult? Ich stelle mir das vor wie so eine Art Center-Shock oder so, dass das in der Mitte irgendwas hat. Bubblegum. Ja, das ist irgendwie gefüllt. Bubblegum-Dragé. Okay. Ich will mir das reinziehen. Na, dann mach doch mal. Hey. Oh yeah. Das hat bestimmt so Zucker drin. Okay. Also Eier sehen normalerweise anders aus, aber... hast du es gehört? Ja, auf jeden Fall. Das ist fucking Melone. Das habe ich sofort gemerkt, als ich es in den Mund gesteckt habe. Oh, ich sauer. Das ist in der Shop, oder? Oh. Oh Gott. Ohne Scheiß. Einfach wirklich total, wenn man vorher Center Shocks kennt mit dieser süßen Füllung, die das Saure wegmacht. Bei dem ist es genau andersrum. Das ist außen süß und wenn man drauf beißt und sich freut. Und auf jeden Fall nach 5 Sekunden kommt dann die Quittung. Okay, darf ich jetzt? Jo. Weil das Ei war ja nur Kollateralschaden. Aber ich nehme auch was Großes. Oh, ich nehme was Stoffiges. Ein T-Shirt. Wait. Pass auf. Seid gespannt. Diesmal nicht. Kennst du das? Diesmal nicht so bunt. Jetzt bin ich gespannt. Mushroom Kingdom? Das ist Mario. Das ist Bowser. Das ist der Erzfeind, der immer die Prinzessin klaut. Du weißt ganz genau, dass ich Mario nicht kenne. Vielleicht hast du den schon mal irgendwo gesehen. Nein. Ja, Mushroom Kingdom. Nice. Ich habe ein Mario-T-Shirt. Super. Ich habe in meinem Kleiderschrank so einen Stapel für so
ein bisschen schickere T-Shirts und für so alltägliche. Und ja, für das alltägliche, da habe ich jetzt immer die T-Shirts aus der Loot Chest reingelegt. Und der ist jetzt so hoch, dass es an die Grenze von meinem, ja, vom nächsten Fach sozusagen kommt. Deswegen muss ich die jetzt immer schon daneben legen. Okay, willst du? Josen, warum machst du das immer so auf? Was ist das, ein Furzkissen? Wäre auf jeden Fall richtig cool. Es sieht auf jeden Fall aus wie irgendein Sitzkissen. Vielleicht ist es irgendwie ein Fahrrad. Das stimmt. Fahrradbezug. Aber das kann man nicht. Das ist nicht zum Spannen, oder? Das ist zum Drüberspannen. Nee, es ist so ein Kissen. Ich weiß es nicht. Ich mach das jetzt auch. Es steht nur drauf, dass es vakuumiert. Sieht aus wie ein Fahrradsitz, aber es ist irgendwie ein Kissen. So strange. Ist auf jeden Fall von Assassin's Creed, ja, so viel steht schon mal fest. Ja, das ist definitiv ein Sitzkissen, ich weiß noch nicht so richtig wofür. Konturenkissen für deine Konturen, ich weiß Bescheid. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was zur Hölle ein Konturenkissen ist, aber... Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt damit mache. Hört sich definitiv an wie irgendein medizinisches Utensil. Keine Ahnung, probieren wir es aus. Auf jeden Fall ein Arschkissen. Oh, meine Konturen. Also es sitzt sich sehr bequem. Also man sieht jetzt zwar nicht so viel von dem Motiv, aber das ist eine andere Frage. So, reiche mir die Box. Oh, Flucht der Karibik. Oh, ein Glas, ein Trinkglas. Cool. Zieht euch das mal rein. Nice, den wollte ich eigentlich auch noch im Kino sehen. Wobei ich mich gefragt habe, stimmt. Fange ich das erst an? Stimmt, da muss ich mal noch hin vielleicht. Flucht der Karibik fand ich eigentlich schon immer cool. Boah, das Glas ist massiv. Deswegen war die Box so schwer. Wahrscheinlich, ja, die hatte auch Schlagseite. Ja. Nee, wirklich, die hat sich an der einen Seite schwerer angefühlt als an der anderen. Das ist echt cool. Das ist nice. So, jetzt du. Da ist bestimmt übelst viel Krempel drin. Trading Cards! Oh Leute, wie ich früher auf solche Karten abgefahren bin. Marvel Card? Ich hatte, ich glaube, alle von Herr der Ringe und so viele auch von Harry Potter. Das glaube ich dir. Ich habe hier Avengers und Guardians of the Galaxy Karten. Ach, und hier sind Regeln. Oh, das heißt, das ist ein Kartenspiel quasi, keine Sammelkarten. Trading Cards Game. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Also wahrscheinlich. Das ist beides. Zum Sammeln und Spielen. Oh, weiß ich gar nicht, was ich damit zuerst machen soll. Oh, ich bin verwirrt, sammle ich die jetzt erstmal? So wie Yu-Gi-Oh! Oder spiele ich die? Weil Yu-Gi-Oh! Ziemlich, ziemlich geil war. Black Widow! Yeah! Yeah. Die wollte ich schon immer haben. Naja, ich stirb's gar nicht zu Händen. Ich auch. Wie kann man in so einer Pose nur so heiß aussehen? Pose. Hey, oh, ein Comic. Wow, kein Comic, ein Computer will Spiele. Mit CD drin. Oh, nice. Zwei CDs. Mit Spielen und allem. Oh, da ist Gone Home drin. Hey, kennt ihr Gone Home? Ein super, super schönes Spiel. So ein kleines, bisschen gruseliges Exploration-Game. Hast du schon mal gespielt? Ja, ich habe es teilweise mal angesehen, aber ich habe mir gedacht, ich wollte das mal spielen, deswegen habe ich es nicht zu Ende geguckt. Damals bei Gronk vor einigen Jahren habe ich das geguckt. Aber wie gesagt, ich kenne das Ende nicht. Cool. Ist noch was drin, ne? Oh, noch einer von denen. Oh ja, noch ein Ei. Na, immerhin. Ah, cool, dann habe ich noch mal, also... Es gibt doch auch so einen Alien-Film jetzt. Falls es mal wieder sauer werden muss. Das stimmt. Das ist alles voll. Die haben sich diese kleinen, smarten... Ja, diesen Sammel habe ich gar nicht gezogen. Das ist richtig. Soll ich den eigentlich angucken? Lohnt er sich? Der neue Alien-Film, ist der überhaupt schon draußen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehe ich Werbung die ganze Zeit auf YouTube. Das stimmt, vielleicht ist er schon da. Ich weiß es gerade gar nicht, aber falls ihr den auf jeden Fall sehen wollen würdet oder mir empfehlen würdet, wenn er dann rauskommt oder wenn er schon da ist, dann schreibt es mir unten in die Comments. Kennst du die alten Alien-Teile? Ich habe mal einen geguckt, Alien vs. Predator. Zwei eigentlich, einmal so einen ganz alten und einmal Alien vs. Predator. Aber das fand ich irgendwie nicht so geil. Das war vor einigen Jahren, das war der 85.000. Teil und das war irgendwie... Ja, ein Actionfilm, so... Kann man mal machen, muss man jetzt aber irgendwie auch nicht. Okay. Okay, dann war's das jetzt mit unserer kleinen Box, ne? Bist du zufrieden damit? Ich bin extrem zufrieden, mega coole Sachen. Was ist dein Favorite? Mein Favorite? Boah,
dadurch, dass wir das noch nicht hatten, wahrscheinlich sogar das Badehandtuch, muss ich sagen. Das ja, ich finde das auch nice. Vor allem echt super. Die Farben voll geil. Und ja, ja, ich finde auch Guardians of the Galaxy echt einen coolen Film. Ja, lass uns das auf jeden Fall mal noch nachholen, den Film zu gucken. Vielleicht sogar im Kino. Ich glaube, vielleicht lohnt sich das echt eigentlich, dann im Kino zu gucken. Okay, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Wir sind immer ziemlich aufgeregt. Vor allem du fragst dich dann immer, wann endlich die nächste Box kommt und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf weiteres. Ich hoffe, ihr auch. Wenn, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal bei Lena vorbei. Den Channelnamen habe ich jetzt hier wieder eingeblendet, auch gerne unten verlinkt. Lena Hilantur. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao. Ciao.